Zeit wurde der Konflikt zwischen Indonesien und Holland zu einem weiteren Schwerpunkt des Weltinteresses. Mit drastischen Repressalien gegen die Holländer unterstreicht der Inselstaat seinen nationalistischen Anspruch auf Niederländisch-Neuguinea. Irian, wie die Indonesier das undurchdringliche Dschungelparadies in der Südsee bezeichnen, ist die Heimat von 700.000 Papuas, die urplötzlich aus ihrem Steinzeitdasein in eine politische Entscheidung gezerrt werden. Seit 300 Jahren unterstehen die Papuas der holländischen Kolonialverwaltung, die sich vergebens bemüht hat, die Lebensgewohnheiten der Kopfjäger zu zivilisieren. Der Streit mit Holland, der unter der Regierung Präsident Sukarnos neu entfacht wurde, zeitigt Probleme von internationaler Bedeutung. Mit dem kommunistischen Asien im Hintergrund erscheint der Schlachtruf "Weg mit den Holländern" zumindest als gefährliche Parole.